Und natürlich werden Sie jetzt auch noch einen Gedanken an Erik Keller verschwenden, der im Sommer leider verstorben ist, der so viel getan hat für Schweizer Tennis, sich um die Organisation des Davis Cups gekümmert hat für viele Jahre. Er konnte diesen Höhepunkt leider nicht mehr miterleben. Die Schweiz gewinnt also den Davis Cup 2014. Was für ein Bild, was für ein Erfolg. Und das Ganze wollen wir jetzt noch ein bisschen auskosten. Gehen rüber ins Studio zu Heinz und Jan Billeter. Ja, das zelebrieren wir doch gern, weil von solchen Bildern, sind wir ehrlich, können wir doch nicht genug kriegen. Das Schweizer Davis Cup Team feiert weiter unten auf dem Platz und der DJ, der macht das gut, der spielt nicht Trauermusik, nein, der spielt die richtige Partymusik. Tonight's gonna be a good night, Heinz. Ja, und wie? Ich kann mir vorstellen, dass er nicht zum Schlafen kommt. Und es muss auch so sein, wie, nochmal, dass die Schweiz da den Davis Cup holt, in einer Weltsportart. Das ist eine goldene Generation und das hat einfach müssen sein. Das irgendwie, da hat noch etwas gefehlt.